Hallo, ihr lieben Waagegeborenen, herzlich willkommen. Wir schauen uns den Juli 2024 gemeinsam an. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es wirklich gut und ihr befindet euch bei bester Gesundheit. Vielleicht liegst du aber auch gerade am Strand, im Strandkorb und lässt dir die Sonne auf die Nasenspitze scheinen oder du planst deinen Urlaub. Egal, was du machst, ich wünsche dir jedenfalls dabei ganz viel Freude und dass es dir wirklich ganz doll gut geht. Meine lieben Waagegeborenen, was haben wir denn hier? Ihr seht ja, ich habe schon wieder ein bisschen was für euch vorbereitet und ich möchte euch ganz kurz das nochmal erläutern, was jetzt hier auf euch zukommt. Und zwar, wir haben hier vorne die ersten Orakelkarten. Das sind die Orakelkarten, das Orakel der Priesterinnen des Lichts. Mit den Karten werde ich diese Legung beginnen. Ich habe natürlich astrologische Aspekte mit dabei, Mondenergie mit dabei, weil ich finde das einfach gerade aktuell unfassbar wichtig. Ja? Und ich werde euch mit zwei verschiedenen Tarots, einmal dem Licht- und Schattentarot und dann auch noch mit dem Hexentarot, werde ich euch einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mehr, vielleicht ein bisschen triggern, aber auch mehr in die Tiefe gehen, weil ich gerne heute mit dem einen Tarot das andere klären möchte. Einfach mehr ergründen, wieso, weshalb, warum. Und ich denke, es ist an der Zeit, gerade im Juli, dass wir da einfach nochmal näher hinschauen. Eigentlich wollte ich auch noch eine Sommerlegung machen für euch, aber ich schaue mal, ob ich das noch hinkriege. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch Karten und das ist so ein bisschen das Highlight des ganzen Orakels im Juli, weil das sind die Seelenschimmerkarten. Das ist ein Orakel, wo wir uns mit der Kraft der Dimensionen, ja, es gibt ja verschiedene Dimensionen, ne, wisst ihr ja, wir sind jetzt von der dritten Richtung vierte Dimension und wollen in die fünfte irgendwann mal dann doch aufgestiegen sein und das geht halt einfach alles nicht so schnell, weil die Energien ja umso höher die Dimensionen gehen, umso hochschwingender sind. Was bedeutet, dass wir in den höheren Dimensionen auch gar nicht so klarkommen würden, weil wir noch selber gar nicht von unseren eigenen Energien so weit sind. Aber wir könnten mit diesen Energien ja schon mal ein Stück weit arbeiten. Ne? Und dafür habe ich das Seelenschimmer-Orakel jetzt mit dazu genommen, weil ich denke, das könnte ein sehr wichtiger Faktor für den einen oder anderen sein. Ihr Lieben, immer die Herausforderungen, die wir hier haben, die wir auch gerne annehmen. Und dazu finde ich es immer ganz wichtig, dass man dann natürlich auch dann alles, was man zur Verfügung hat, mit einfließen lässt. Ja? Ihr seid bitte so lieb und denkt daran, dass es kollektive Legungen sind. Sie können natürlich nicht auf jeden zutreffen, aber es sind immer irgendwelche Botschaften für euch mit dabei. Und wenn du sagst, nee, Katrin, du, das ist nicht meine Legung, dann bitte abspeichern, zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Oder aber du schaust dir gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen an. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt und schauen mal, welche Priesterin des Lichts im Juli mit in deinem Feld ist. Welche Energie ist das bitte bei der Waage? Ansonsten danke ich euch natürlich für ein Abo, ja, für ein Like. Ich danke euch auch für lichtvolle Kommentare, für jegliche Unterstützung, die ihr mir zuteil werden lasst, für die Spenden. Übrigens, danke nochmal für die Spenden. Ich habe aufgrund der Spenden habe ich ein neues Tarot mir besorgt und auch neue Liebesorakelkarten. Die werdet ihr, sobald ich sie habe, werde ich sie euch vorstellen und werde euch damit eine Legung machen natürlich. Wie gesagt, ich reinvestiere mal sehr, sehr gerne, wenn man spendet, dann für euch in neue Karten. Nur langsam wird es ein bisschen enger, weil es sind schon so viele. Naja, nichtsdestotrotz, wir starten jetzt los, meine Lieben. Ich wollte euch einfach nur in Kenntnis setzen, was dann damit passiert. So, okay, wir haben die 32 Quersumme 5. 5 ist ja in der Regel eine Mangelzahl. Es geht hier um die Macht über Schwierigkeiten. Rückforderung deiner Macht. Also hier geht es darum, liebe Waage, dass du hier ein Stück weit im Juli das Gefühl haben könntest, dass du ein bisschen aus deinem Gleichgewicht gekommen bist. Oder vielleicht ist das auch noch eine Energie, teilweise von, die sagen mir, Mai und Juni ist nicht immer einfach gewesen. Und es zieht sich noch ein Stück, so ein Rest, ne, so bis zu einer Entscheidung, zieht sich das hier letztendlich in dein Feld. So, und ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht sagen würde, was können wir dann daraus machen. Also wir bauen das Ganze mal auf und schauen mal, was können wir denn damit machen. Weil die Herausforderungen, die ihr bekommt, die kommen ja nicht, weil ihr Langeweile habt, sondern weil
ihr teilweise sie durch eure Gedanken, eure Mindsets ins Leben gerufen habt. Oder aber auch, weil es natürlich Seelenerfahrungen sein können, mit denen ihr es hier zu tun habt. So, und wenn ihr jetzt gerade eine Waage seid, wo ihr sagt, boah, nicht schon wieder und oh nee, und lasst uns mal schauen. Ja? Wir werden aus einer Zitrone eine Limonade machen und schauen mal, um was es hier geht. Genau, und hier geht es nämlich um das 9. Haus. So, das 9. Haus, meine liebe Waage, steht für Reisen, Philosophie, Weisheit. Also letztendlich weißt du, woher dieser Mangel, diese Schwierigkeiten, die sich hier abzeichnen, woher sie kommen. So, und da haben wir auch den Schlüssel des Erfolges hier. Ja, so, und es bedeutet hier die Botschaft für euch, was für Wissen schlummert noch in dir. Also letztendlich habe ich hier eine Waage, die ganz genau weiß, wieso, weshalb, warum und woher das kommt. Das Wissen hast du, ja, und die Schwierigkeiten können in Bezug auf eine Reise stehen, ja, oder vielleicht brauchst du noch eine Reiserücktrittsversicherung. Also wenn du die noch nicht hast, dann bitte achte dieses Jahr auf eine Reiserücktrittsversicherung. Wird ein kleiner Teil sein, ja, aber solltest du in den Urlaub fahren, und vielleicht ins Ausland fahren oder wie auch immer, denke bitte, je nachdem, was für eine Reise das ist, dass du geimpft bist, dass du eine Reiserücktrittsversicherung hast. Also der Juli wird dafür entscheidend sein. Also du weißt letztendlich, was sein könnte oder was du tun darfst, um hier vorzusorgen. Macht über Schwierigkeiten bedeutet aber auch, dass es sein kann, dass du noch gar keine Schwierigkeiten hast. Und dass du, bevor du welche bekommst, schon mal Vorkehrungen treffen möchtest. Ja? So, ich soll sie nehmen. Ich hätte jetzt gesagt, drei sind mir ehrlich gesagt zu viel. Aber Leute, wenn das Universum sagt, ich soll sie nehmen, dann tue ich das. Wir schlagen mal um. Gerate außer dich. Also du darfst hier um irgendwas kämpfen. Du darfst laut werden. Es passt auch sehr gut hier zum 9. Haus. Seht ihr das? Farblich gesehen. Also du darfst wirklich deine Energie, du darfst laut werden. Gerate außer dich. Heißt aber auch, setze ein Ausrufezeichen. Ja? Spreche etwas aus. Setze dich durch. Auch hier wieder. Hier wird es aber schon etwas weniger mit dem Rot. Seht ihr das? Handle inspiriert. Also bedeutet auch, dass... Ey, wir haben hier was vergessen. Ich muss noch auf etwas achten. Und handle inspiriert bedeutet letztendlich, du hast etwas im Kopf und setzt das dann um. So, wertschätze deine Gefühle. Und das ist genau das. Also du weißt schon, und hier haben wir auch das Rot, was immer weniger wird. Also du wirst automatisch durch dein Handeln und Tun, durch dein, oh, ich habe da was vergessen, ich werde da jetzt nochmal was gegen tun im Juli. Wirst du eventuelle Schwierigkeiten hier minimieren können. Und natürlich darfst du deine Gefühle wertschätzen, denn die Gefühle sind die Intuition, ist das, was ins Feld kommt, wo du darauf hingewiesen wirst, können genauso gut auch Seelenbotschaften sein. Ja, muss natürlich nicht unbedingt was mit einer Reise zu tun haben, kann es nur sein. Es kann auch sein, dass du hier intuitiv schon weißt, okay, hier kommt etwas ins Feld und da ist Handlungsbedarf, da darf ich mich äußern zu. Ja, Ass der Kelche. Sagst du dazu ja oder sagst du nein? Neuanfang in der Liebe. Ja? Dann haben wir die Hohepriesterin. Hier haben wir wertschätze deine Gefühle. Handle inspiriert. Also auch hier, liebe Waage, Inspiration, Intuition. Das ist die Hohepriesterin-Energie. Ja, also du wirst hier im Punkt, du für etwas, was du Neues beginnst oder was du in die Tat umsetzt. Das kann der Urlaub sein, das kann die Liebe sein, das kann aber auch etwas sein, was dir am Herzen liegt, wo du mit Herzblut mit dabei bist. Ja, da wirst du dich drauf fokussieren. Eine Hohepriesterin fokussiert sich immer nur auf die Dinge, die sie wirklich als wichtig erahnt und erachtet. Alles andere schaut sie gar nicht. Also, hast du hier eventuell Schwierigkeiten im Feld, liebe Waage, wirst du natürlich darauf gucken. Es kann natürlich auch Schwierigkeiten in Bezug auf die Liebe sein, wo man aber durch das neue Handeln, das intuitive Handeln, das Aussprechen, ich möchte das so nicht mehr haben,
kann es auch sein, dass du diese Schwierigkeiten abwägen kannst. Also hier ist deine Handlung ganz stark im Juli gefragt. Etwas, was du aussprechen darfst, was du direkt sagen darfst, wo deine Gefühle aber auch gewertschätzt werden dürfen. Ja? Auch das sehe ich als unabdingbar und sehr, sehr wichtig als sensitive Waage, meine Lieben. Um deine Gesundheit und deine Seelengesundheit, das ist mir wirklich zu viel, nichts außer Acht zu lassen. Was kommt denn hier noch auf die Waage zu? Intuitives Handeln, fokussiert sein auf das, was ihr wichtig ist. Dass ich kann mich nicht entscheiden. Ja, bedeutet hier aber auch, dass du noch nicht so hundertprozentig von überzeugt bist, was du wirklich fühlst. Du brauchst Zeit. Du brauchst Zeit, um nachzudenken. Informationen einholen kriege ich gerade rein. Ah ja, bei einigen könnte es hier um eine Dreiersituation handeln, wo du sagst, Gott sei Dank habe ich mich nicht gleich entschieden für zum Beispiel eine Person. Die andere Variante könnte sein, oh, da kommt noch, wenn es um eine Reise geht, vielleicht wollt ihr eine Mädelsreise machen und du sagst dir, hey, okay, da kommt noch eine mit dazu, gut, dass wir den Flug, seht ihr, die Erschütterung, die hier kommt, ja, also, gut, dass ihr noch nicht gleich handelt, hier kommt noch eine Veränderung mit ins Feld, liebe Waage. Wie zum Beispiel, dass hier noch eine dritte Person, eine Freundin mitfahren will, positive Entwicklung, im Team, in einem Zusammenhang mit mehreren Personen, ja, und das wird hier erfolgreich, ja, du bist hier erfolgreich, siegreich unterwegs, also dein diesjähriges oder diesmaliges Handeln hier im Juli, dass du sagst, ich warte nun mal ab, ja, ich handle hier intuitiv, meine Gefühle sollen gewertschätzt werden, das heißt aber auch, dass du auf dich selber sehr arg achtest und sagst, okay, ich habe da noch was im Feld, lasst uns mal noch warten oder es könnte Schwierigkeiten geben, wenn wir einen Nachgang, wenn wir vielleicht im Flieger zusammensitzen wollen oder wenn wir zusammen in den Urlaub fahren und wir brauchen anstatt zwei Autos, brauchen wir vielleicht drei Autos, weil ein Auto das Gepäck fährt und das andere Auto fährt die Person. Also irgendwas hier im Feld, wo du nicht gleich handeln brauchst, musst, sollst, kannst, wie auch immer du das nennen möchtest, ist hier unabdingbar, ist ganz wichtig, weil es eventuell sonst Schwierigkeiten geben könnte. Ja? So, meine Lieben. Wir haben hier direktes Vorangehen. Klares Vorangehen in Bezug auf das, was dir wichtig ist oder in Bezug auf den Neuanfang in der Liebe. Wir haben den Ritter der Schwerter. Das ist immer ein ganz klares, ja, ich will, ja, ich mache das. Und in Bezug auf das Ass der Kelche wirst du das hier so umsetzen. Ja, ich will das und das und ja, ich tue das und das. Also das Vorangehen in Bezug auf das, was dir wichtig ist oder aber auch in Bezug auf die Liebe, ist für dich etwas, was ganz klar ist und wo du ganz direkt handeln wirst. Es ist übrigens auch deine Energie, Schwertenergie. Also du nimmst auch hier die Macht über die Schwierigkeiten, nimmst du auch an. Weil du sagst, wenn ich das nicht so und so mache oder wenn wir das und das nicht beachten, könnte das nicht so gut laufen. Ja, man kann das optimieren. Du wirst hier in Bezug auf deine Intuition, auf das, wo du den Fokus drauf gerichtet hast, liebe Waage, ja, wirst du hier neue Wege gehen. Also du wirst sagen, lasst uns das mal lieber so und so ausprobieren. Zum Beispiel die Reiserücktrittsversicherung. Oder aber im Vorfeld wird das und das bezahlt und wenn jetzt noch einer mehr mitfährt, dann haben wir für pro Person zahlen wir weniger. Also irgendwas im finanziellen Bereich oder aber auch in der Stabilität, in der Bodenständigkeit, in neue Wege gehen, weil du weißt, Waage, intuitiv ist das so, wie du direkt hier vorangehen willst. Das einfach am besten. Und auch das wieder hat was mit dem Abwägen von Schwierigkeiten zu tun. Okay? So, okay, lasst uns weiterschauen. Die Unentschlossenheit. Ich weiß nicht so genau. Ja, schaut mal. Es könnte hier sehr gut sein, liebe Waage, dass du jemanden kennenlernst und sagst, hey, cool, ich finde ihn aber ganz schön toll und dann ist aber eine Reise geplant
und du sagst, du kannst jetzt nicht zurücktreten. Ich hatte von die Reiserücktrittsversicherung gesagt. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, hey, ich habe eine Reiserücktrittsversicherung gebucht oder mit eingeplant oder wie auch immer man es nennen möchte. Und du sagst, ich möchte jetzt aber mich auf die Liebe fokussieren. Ja? Und du kommst erst in den Wankelmut und sagst, oh, ich weiß nicht so genau. Aber im Bereich dessen geht etwas direkt voran. Oder du möchtest hier direkt vorangehen. Und es könnte sein, dass du dann in dem Moment, wenn du eine Auszeit mit deinen Mädels geplant hast, dass du sagst, oh nee, Mädels fahrt man lieber alleine, weil ich möchte doch lieber. Ja, ich möchte doch lieber hier. Und deswegen erstmal diese Unentschlossenheit. Ja, was aber den Mädels kein Abbruch bedeutet. Also das wird jetzt nicht die Laune der Mädels oder deiner Community wird jetzt nicht die Laune schmälern oder so. Das nicht, sondern du wirst dich halt erst, du wirst dich entscheiden müssen. Fährst du jetzt zum Beispiel in Urlaub mit den Mädels oder kümmerst du dich um die neue Liebschaft, die du hier kennengelernt hast? Also Waage, du wirst dich entscheiden dürfen. Deswegen, und ich sage, krieg immer wieder Reiserücktrittsversicherung rein. Immer, immer wieder. Also wenn du irgendwas geplant hast oder planen möchtest, bitte denke daran, dass du da im Vorfeld dran denkst. So, wir haben etwas, wird beendet. Also dieses mit den Mädels in die Sonne fahren, ja, in die Sonne fliegen, wirst du hier beenden. Da wirst du nicht mitfliegen, sondern du machst etwas Neues, und zwar in Bezug auf die Liebe. Ich denke, du wirst dich hier entscheiden für das direkte Vorangehen in der Liebe. Intuitiv weißt du, dass es richtig ist. Es ist für dich dein Weg, den du gehen möchtest, ja, auch wenn der Wankelmut in Bezug auf die Liebe da ist. Aber hey, Waage, dein Herz spricht und dein Herz sagt, ja, es darf die neue Liebe sein. Ne? Und die Mädels, die werden, wie gesagt, alleine fliegen oder alleine in den Urlaub fahren. Du wirst genauso wie die Mädels Freude haben bei einem Neuanfang in der Liebe. Und es ist halt einfach ein erfolgreiches Miteinander. Also, vielleicht findest du auch einen Kompromiss und sagst, okay, ich fahre eine Woche mit meinen Mädels und komme danach und bin dann mit deiner neuen Liebe in Verbindung. Also egal, wie du das hier handelst und egal, wie deine Entscheidung ist, ja, weil die zwei der Münzen sind nicht umsonst da, ja, und es ist wichtig, dass du deine Gefühle wertschätzt. Und wenn deine Gefühle stärker sind, dass du sagst, ich möchte diesen Menschen hier kennenlernen, dann denk an deine Reiserücktrittsversicherung, ja, du weißt letztendlich, du weißt es innerlich, was dein richtiger Weg ist. Und du darfst dir die Zeit nehmen, um zu fühlen, ja? Was ist das, was dich glücklich macht, wo du im Erfolg bist? Und da sehe ich ganz klar hier die Liebe. Und wir haben hier drei Karten, die sehr entscheidend sind. Einmal, dass du weißt, 9. Haus, dass du weißt, das Wissen, was in dir schlummert, was vorgeholt werden darf, um eine Entscheidung getroffen zu werden, damit eine Entscheidung getroffen werden kann. Also solltet ihr merken, ich bin so ein bisschen mit meinen Worten ein bisschen schwierig unterwegs. Das hat was mit den Portaltagen zu tun. Ich bin noch nicht ganz ungrammatisch, ja. Und dann aber hier mit den 6 der Stäbe, ja. Also ich kann euch die Karten ja gerne nochmal zeigen. Ja, guck mal, hier haben wir auch die Liebenden als unsere Karten, als unsere Karte am Deck. Also wir haben hier die Unentschlossenheit, das Erfolgreiche und dass du aber weißt, was zu tun ist. So. Und das ist genau das, was letztendlich sich hier in den Vordergrund schiebt, ja. Also du weißt, was zu tun ist. Wie gesagt, hast du erst was anderes geplant, wie zum Beispiel einen Urlaub, bitte denke an die Reiserücktrittsversicherung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, aber du wirst dich hier für die Liebe erfolgreich, in der Liebe, du wirst dich für die Liebe entscheiden. Und wir gucken jetzt mal, in welcher oder welche Dimension hier im Juli noch für dich parat steht. Also, solltest du hier was geplant haben, kann auch sein, ein Event auf Arbeit. Du wirst es alles über den Berg werfen. Also, du wirst es alles wirklich, du wirst es umschmeißen. Nein, wir brauchen nicht 2, wir brauchen eine. Nein, wir brauchen nicht 3, wir brauchen eine. Ihr merkt schon, die Karten sind sehr unruhig. So, jetzt haben wir sie. Meine Güte. Das war ja jetzt eine schwere Geburt. Wir sagen mal, 3-mal ist prima recht, ne? So, da haben wir sie. Das ist die 9. Dimension. Okay, und die Energie heißt Samlian. Oh Gott, ich kann es noch gar nicht richtig aussprechen. Samlian. 9. Dimension. Interessant. Lasst uns schauen. 9. Dimension. Ich gucke ins Büchlein, meine Lieben. 9. Dimension. Steht für absolute Verbundenheit. All eins sein ist ein Engelwesen. Okay.
Das ist schon mal eine wichtige Botschaft für alle, die mit Engeln zu tun haben. Seht ihr, es ist doch ganz gut, dass man das ein oder andere Mal sich die Unterstützung hier holt. So, ihr Süßen, meine Schätze. Dann schauen wir mal. Also, Samlian spricht zu dir. Wir sind weit weg von der Erde und trotzdem fühlen wir uns nah. Denn Distanz ist für uns kein Konzept, das wir beachten. Wir sind Verbundenheit, wir sind Einheit und diese Einheit ist es, was wir dich lehren wollen. Wir wünschen uns die Verbindung mit dir. Wir wünschen uns, dir näher kommen zu können, so dass wir dich ganz in unser Wissen einweihen können. Unser Wesen ist eher authentisch. Darum scheinen wir manchmal weit weg. Und so hilft es dir, dich mit uns zu verbinden. Denn wenn du dich in die Meditation begibst, okay, also ganz klar, du darfst hier über die Situation meditieren. Gehe in die Stille und reise in Gedanken in die äußere Auraschicht der Erde. Dort haben wir alles für dich vorbereitet und öffnen unseren Tempel des Wissens für deine Energien. Denn für dich ist es jetzt an der Zeit, unsere Dimension und unser Wesen in der Tiefe kennenzulernen und zu verstehen. Erlaube deinen Geist zu reisen und lerne unsere Weisheit kennen. Ja, und Weisheit bedeutet auch Entscheidung. Und hier ganz klar, was dir das Wesen, das Engelwesen Samlian sagen wollte, ist letztendlich mit einem Satz gesagt, entscheide dich intuitiv für das, wo du fühlst, was für dich in dem Moment als richtig ist oder was richtig ist. Egal, wie du dich entscheidest, ob du dich für das Geplante mit anderen entscheidest oder für die Liebe dich entscheidest, es ist egal. Es ist in dem Moment alles richtig, so wie es ist. Ob du einen Kompromiss machst und sagst, du verreist erst mit den Mädels oder den Jungs und bist dann mit der Liebe verbunden, ist egal, weil letztendlich gibt es kein richtig und kein falsch, sondern wenn es der Richtige ist, wird der warten. Auch wenn du erst eine Woche woanders hinfährst, das soll ich dir sagen. Also du kannst sicherlich alles über Bord werfen, wenn die Liebe und dieses Gefühl so stark ist. Aber beachte bitte, ja, die Macht über Schwierigkeiten bedeutet, dass du letztendlich in die Kraft wiederkommen darfst, um deine Macht zurückzufordern. Das heißt, die Entscheidung, erfolgreich dich für die Reise oder für die Liebe zu entscheiden. Ja? Und beides hat was miteinander zu tun. Sei es mit deinem neuen Gegenüber, mit einem Gegenüber oder mit deinen Mädels oder deinen Jungs, je nachdem, wer du bist und was du bist. Ja? Also hier ist ganz klar, mach dir keine Gedanken, sondern gerate außer dich und sage, hey, ich wollte das und das, ich habe mich aber dafür jetzt entschieden. Ne? Also da ist die Frage, was du wirklich möchtest und steh dann auch dazu. Und darum geht es. Und die Waage ist ja immer sehr hochsensibel. Also versuche hier, liebe Waage, ein Stück weit zu fühlen, die Hohepriesterin, was für dich im Juli sich gut anfühlt. Und dementsprechend wirst du eine Entscheidung treffen, neue Wege zu gehen. Ich sehe es in Richtung Liebe und Neuanfang. Das kann aber auch bedeuten, wenn du jemanden hast, dass du mit dem lieber allein in Urlaub fährst. Und ihr zum Beispiel eine Gruppenreise geplant habt. Okay? Also, was auch immer. Und auch da braucht man eine Reiserücktrittsversicherung. Ich komme immer wieder drauf zu sprechen. Warum auch immer. Es soll so sein, meine Lieben. Ihr werdet das aber erfolgreich meistern. Im Kollektiv. Ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe. Danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Habt einen wundervollen Juli. Ja? Werde laut. Rede. Sprich aus, was du möchtest. Ja? In diesem Sinne. Alles Liebe, mach's gut. Tschüss.